Ja, nach dem reichhaltigen Frühstück haben wir uns informiert hier in der Hotelrezeption und haben die Information bekommen, was man innerhalb von ein paar Stunden machen kann. Morgen gibt es eine Tour, wo man vorher genau wissen, wo es hingeht, nach Barna Hills. Und heute geht es jetzt zur Lady Gaga. Nein, nicht Lady Gaga, Lady Buddha. Und zwar haben wir die App von Grab hier auf dem Telefon. Und die Fahrt kostet 155.000 Dong. Und ja, ich muss jetzt nur noch auf Buchen drücken und dann wird das Grab auch kommen. Das machen wir auch jetzt. Und jetzt ist das sozusagen das Taxi gebucht. Do it later. So, jetzt wird der Fahrer gesucht, der nächste hier. Und wir haben auch die Nummer schon bekommen. 5 Minuten müssen wir warten. Und wir sehen jetzt, wo er unterwegs ist. Und zwar die Nummer ist 43A-457.23, ein Mitsubishi Trunk. Ja, dann warten wir mal und schauen, wie das funktioniert. So, hier ist die Information. Und hier ist die Lage, wo er sich denn befindet. Oh. Hier, die Nummer haben wir schon. Und er ist unterwegs. So, dann warten wir mal. Wir gehen nach außen. Hier auf. So. Die Nummer 155.000. Das sind 7 Euro. Das ist doch die Nummer da drauf. Ja, ja. Ist der? Mhm. So, ist schon da. Sag mal, dass man die richtige Richtung. Genau. Lady Buddha, yes? Yes. Okay. So, wir sitzen auch schon drin. Und dann geht's auch weiter. Ja, der war direkt hier vor der Tür gestanden. So, jetzt seht ihr mal eine Taxi- oder Grabfahrt hier in Vietnam. Hier habe ich gestern gegessen bei dem Chinesen. Yes. I buy a hot dog. Okay. So, wir warten jetzt hier eine Minute, weil er sich was kaufen möchte. Und wir fahren jetzt mal rückwärts. Hallo, Lady. So, er bestellt vom Auto aus. So einfach ist es. No, I know it, but it's good. It's your breakfast. Also er bestellt sich jetzt hier im Rückwärtsfahren. Das sind diese. Ich mach das mal von. Ich steige mal aus. I have a look.
Das ist eine Lady. No. Okay. No. So, wenn wir schon die Möglichkeit haben, das ist das spezielle Essen hier. Das Frühstück, Mittag- und Abendessen. Das ist das Schweinefleisch, dann das Gemüse, Gurke kommt da rein. Alles feinen Sachen hier, die werden vorher zu, ja. Das sind die Schalotten. Und dann wird das Fleisch hier noch eingefüllt. Ja, so ist das hier, das ist live. Das wird schön klein gemacht. Das wollte ich schon immer aufnehmen und jetzt bei der Gelegenheit passt es wunderbar. Jetzt kommt die Füllung dann noch dazu. Ja, ein frisch belegtes Brötchen mit einem Stückchen Schwein mit dabei. Jetzt kommt es hier rein. Und die Soße noch dazu. Wird alles festgedrückt und jetzt in die Tüte. Nein, jetzt kommt es noch in den Ofen. Das wird nämlich jetzt warm gemacht und dann kommt es in die Tüte. Denn das kriegt man schön handlauwarm. Gut. Also ihr sagt auch, das ist gut, schmeckt gut. So, das Brötchen ist in der Tüte. Und hier ist unser Taxi. Mitsubishi, was für ein schönes Auto. Okay, so weiter geht's. Seid ihr live mit dabei? Frühstück haben wir. Taxifahrer würden nicht verhungern. Und wir sind live dabei. Bye! Ja, ich muss sagen, ich fühle mich hier irgendwie wohl. Es ist nicht so geordnet und nicht so streng. Und ja, hier sind wir gestern auch lang gelaufen zu einer Bank, um Geld zu wechseln. Wie sich jetzt herausstellt, viel zu weit. Lassen wir uns ein bisschen am Verkehr teilhaben hier. Sicherheitshalber mal hupen. Ich mache mal ein bisschen Zoom. Jetzt geht es wohl besser hier. So, jetzt fahren wir auch über die Brücke. Conny hat bestimmt schon die Kamera wieder irgendwo in der Hand. Kommt bestimmt kein Ziel, was man aufnehmen kann. Hupen. Da ist die Drachenbrücke da drüben und die schauen wir uns bei Nacht an, denn die ist richtig schön beleuchtet.
So, jetzt wird es hier wieder interessanter. Was für eine große Kreuzung, ja. Mit, wir hätten ja auch ein Grab Motorrad buchen können, aber ich glaube. Nee. Da. Jetzt machen wir mal eine Pause, jetzt stehen wir hier. So, da geht es dann auch gleich weiter. Kreisverkehr kennt man hier auch. Ja, hier war ein Supermarkt, ein großer, habe ich gerade gesehen. Aber wir brauchen nichts, wir haben alles. Ja, und da ist der Strand, der Beach, das Wasser, das Meer. International Da Nang Marathon 2024. Hier ist er gewesen. Oder hier wird aufgebaut. Ja, ein schöner Strand, aber das ist jetzt für uns nicht so interessant. Wir haben den schönsten Strand daheim. Ja, ein schöner Strand, da haben wir gelesen davon. Und dann hier die tief hängenden Wolken. Schaut euch das an, weil hier ist so eine Wetterscheide. Gefährlich zum Baden, habe ich gelesen. Muss ich aufpassen wegen den Windgeräuschen. Also nicht ganz ungefährlich hier das Schwimmen. Und da sehe ich schon den Buddha, die Lady Buddha oder den weißen Buddha. Ich glaube, da fahren wir hin. Geschmückt und dekoriert, Lampen werden angebracht hier. So, wir sind jetzt fast am Ziel und wir sehen schon, da kommen auch einige Reisebusse entgegen. Bedeutet, wir warten, bis der Bus oben ist, dann müssen wir nicht hinter ihm hersteigen. Der Mann ist clever, der hat sich ja sein Boot mitgenommen und hat gedacht, die wollen nur die
weiße Buddha sehen und dann warte ich auf die und nehme die wieder mit zurück und dann habe ich wieder eine Tour und so haben wir es auch ausgemacht. Er kriegt dann eben genau das Doppelte und für uns ist es bequemer, wir müssen keinen mehr suchen. Der hupt vorsichtshalber mal, falls jemand entgegenkommt. So, wird der Bus auch noch überholt, dann haben wir das Einfache. Ja, ich glaube, wir fahren von der anderen Seite. Ja, hier ist es nur einspurig, ganz klar. Er ist ja auch kein lebensmüde. Ja, schaut euch an, was hier für Busse stehen. Ich glaub's ja nicht. Ist der Parkplatz für die Autos. Da legt er sich nicht mit an. Nee. Ja, was ist hier für ein... Und hier ist es kühler. Ja, das ist eine richtige Touristenattraktion. Ich habe gedacht, das ist so ein kleiner Aussichtspunkt. Er darf da hinfahren, wo er will. Der sagt ihm schon, wo er lang will. Der lässt sich da nichts erzählen. Parking for Motorbikes. So. Schaut er, wo er parken kann. Und sagt, ich halte hier direkt. Ja, unser Taxifahrer, unser Grabfahrer hat es also richtig gemacht. Er hat sich sein Brot mitgenommen. Er sagt, ich hole euch ab. Haben wir uns verbunden mit WhatsApp. Ich habe gesagt, in einer Stunde. Und da vorne ist er auch. Hat man das Auto, das haben wir ja. Und wir gehen jetzt hier eine Stunde und schauen uns das an. Und in einer Stunde fahren wir hier wieder zurück. Ja, und wir mussten nicht bezahlen. Der hat also keine Angst, dass wir jetzt nicht mehr kommen, aber der hat ja auch unsere Nummer. So, eine der Touristenattraktionen hier. Wir haben hier einen Lagerplan. Jetzt sind WCs. Wo sind wir hier? Und es regnet. Nur zur Information. Ja, wir gehen jetzt einfach mal. Eine Stunde haben wir. Und dann... Na, ist es. So, wir gehen mal dahin, wo die ganzen Leute hingehen oder herkommen. Oh ja, die gehen jetzt alle zum Weißen. Ja, wir sind hier den Wolken sehr nahe. Das bedeutet, man kann hier oben auch mit Regen rechnen. Es ist ungefähr, ich würde sagen, 2-3 Grad kühler. Wenn man so eine Reise macht, dann muss man sich ja die Hauptsehenswürdigkeiten ansehen. Und deswegen gehen wir jetzt auch zu der Attraktion, wo sie alle hinpilgern.